Willkommen beim Vortrag Darf der das? Ich habe eine größere Catalyst-Applikation gebaut. Vielleicht habt ihr von der schon mal was gehört. Und da drin haben wir uns so ein bisschen mit der Frage beschäftigt. Wir haben ganz viele Endpunkte und wer darf eigentlich welche aufrufen und darf dann was passieren? Ich habe hier schon mal den Link gezeigt auf dem GitHub-Projekt von Kuckuck. Da sind die ganzen Dateien, wie wir das in der Wirklichkeit gemacht haben. Ich zeige Code-Ausschnitte, manchmal ein bisschen Pseudocode. Wer sich sehr dafür interessiert, für den ist das hilfreich. Ich habe in diesem Branch GPW 2019 extra so eine Tabelle in die README eingefügt, wo man die theoretischen Komponenten und die praktischen Komponenten nebeneinander hat mit Links. Dann kann man sich das genau angucken, wie ich das erkläre und wie ich es wirklich mache. Genau, das ist das schöne Logo von unserem Programm, Kuckuck. Es geht darum, Rezepte zu sammeln und Küchenpläne, Kochpläne zu erstellen, Anleitungen. Es gibt ganz viele Endpunkte, ganz viele Sachen, die man aufrufen kann über HTTP und irgendwie müssen wir halt klären, wer darf da eigentlich das machen? Das ist in der Theorie ganz einfach. Wir haben einfach irgendwie so ein If-Dingsbums, das gibt es in jeder Sprache. Und das, wenn irgendwas erlaubt ist, dann machen wir was. Und wenn es nicht erlaubt ist, zeigen wir irgendeinen Fehler an. Der geneigte Perl-Programmierer dreht das halt um und sagt, wenn es nicht erlaubt ist, zeige ich den Fehler und breche ab. Ansonsten tue ich halt irgendwas. Das ist eigentlich eine einfache Frage in der in der Theorie. In der Praxis wird das ein bisschen komplizierter. Ich zeige jetzt ein bisschen, wie man in Catalyst Web-Applikationen programmiert. Also nur ganz, ganz einfach. Und wie das so Auswüchse annimmt. Genau, denn die Frage ist eigentlich schwieriger zu beantworten. Erstmal die Frage, ist überhaupt irgendjemand eingeloggt gerade in der Web-Applikation? Wenn da jemand ist, wer ist das denn wirklich? Hat der vielleicht in meiner gesamten Applikation irgendeine Rolle so als Nutzer? Ist der zum Beispiel so ein Super-Admin? Hat er vielleicht auf irgendeinem speziellen Item, was ich jetzt bearbeiten möchte, so eine spezielle Beziehung zu dem? Und vielleicht hat auch das Item irgendeinen Status, was Auswirkungen darauf hat. Wenn es zum Beispiel archiviert ist, soll es vielleicht verboten sein, das zu bearbeiten. Das sind alles mögliche Verbindungen, die es kompliziert machen, das einfach zu deklarieren, ob jetzt was erlaubt ist oder nicht. Genau, wie macht man das jetzt in Catalyst? Wie versprochen. Catalyst funktioniert ein bisschen anders als die anderen Web-Frameworks, die ich so kenne. Und zwar hat man immer so Controller-Packages, also in Motolicious kann man die auch bauen. Und hier hätte ich jetzt ein Package, das heißt einfach FAQ. Das kümmert sich um alles, was irgendwie mit meinem FAQ zu tun hat. Und dann habe ich einfach für jeden Endpunkt, den ich über HTTP ansprechen kann, so eine Methode. Hier zum Beispiel eine Index-Methode, um irgendeine Übersichtsseite darzustellen. Und das ist erstmal eine ganz normale Methode, die bekommt zwei Argumente. Self ist der Controller und C ist so das Catalyst-Kontextobjekt, aus dem ich alle Informationen ziehen kann, die ich irgendwie brauche. Genau, in der Realität schreibe ich da noch was dran. Nämlich sage ich irgendwie, ja, das ist über GET, HTTP GET aufrufbar. Und mit Path kann ich definieren, wo das aufgehängt wird. Und ich mag das sehr an Catalyst, dass ich ja so deklarativ sagen kann, wo das in meiner Applikation zu finden ist. Und ich muss nicht irgendwo anders nochmal Listen pflegen. Das finde ich sehr schön. Das nur, damit man versteht, wie die Codebeispiele aussehen, auch wenn man Catalyst noch nicht kannte. Und genau hier noch ein anderes Beispiel. Hier wird dann ein Argument genommen bei der Show-Methode. Die braucht ja irgendeine ID, was ich denn anzeigen möchte. Der Part hat dann hinten noch so eine Variable, wo irgendeine Nummer kommt wahrscheinlich. Und das kriege ich hier auch ganz normal als Parameter in meine Methode rein. Und in der Methode kann ich dann irgendwas tun, was ich in so einem Web-Framework halt mache. Ein Template befüllen, einen Fehler anzeigen, JSON zurückliefern, was auch immer. Jetzt mal ein Beispiel mit Autorisierung. Ich habe also irgendwie ein Dashboard, wo der User sich so seine Übersicht, seinen aktuellen Status anzeigen lassen kann. Und dafür brauche ich einen User. Und Catalyst macht mir das schon einfach, wenn ich die Vorkehrung getroffen habe, dann kriege ich einfach von diesem $C-Objekt ein User-Objekt. Und dann kann ich halt gucken, falls ich kein User-Objekt bekommen habe, dann mache ich irgendwie Redirect auf Login oder zeige irgendeinen Fehler an und breche hier aus diesem, aus diesem Fortlauf oder aus dem, aus der Verarbeitung aus. Das ist also noch ein relativ einfacher Fall, das zu überprüfen. Hier wird es schon ein bisschen komplizierter. Jetzt das Beispiel, ich will ein bestimmtes Item anzeigen. Also ob das jetzt eine Einkaufsliste ist oder ein Artikel in eurem Webshop ist eigentlich erstmal egal. Ich hole mir wieder meinen User, mache irgendwas, wenn es den nicht gibt, und dann hole ich jetzt aus meiner Datenbank, so kann man das mit DBIC machen, mein Item. Und jetzt könnte ich ja noch den Fall haben, dass ich irgendwie das Item überprüfen muss.
Und dann habe ich jetzt hier schon wieder mehr Code und gucke, ob von dem Item die Owner-ID gleich der ID meines Users ist. Also jetzt sind wir schon bei einer ganzen Bildschirmseite an lustigen Conditionals und sowas. Anderer Fall, das Admin-Panel, da geht es nicht um ein Item, sondern jetzt will ich was über den User wissen. Das heißt, da kann man irgendwie so eine Admin-Seite aufrufen und ich hole mir den User, das haben wir eben schon gehabt, und gucke, wenn es den nicht gibt, dann kann ich eine Login-Seite machen. Und jetzt könnte ich zum Beispiel prüfen, hat der eine bestimmte Rolle. Wenn ich in der Datenbank das angegeben habe, dann kann ich halt gucken, ob der die Rolle Admin hat. Das ist jetzt ein komplett anderer Fall als mit dem Item oder so. Also andere Bedingungen mit einer anderen Logik. Und das ist, glaube ich, der letzte Beispielfall. Ich möchte jetzt das Item nicht nur anzeigen, sondern bearbeiten. Das heißt, ich habe jetzt irgendwie so einen Post-Request, wo was passieren soll. Ich hole mir wie vorher das Item aus der Datenbank. Und jetzt konstruieren wir mal den Fall, es gibt eine Tabelle, die heißt Items Users und die legt so eine Beziehung zwischen Items und Usern an. Dann kann ich jetzt nicht nur gucken, welche Rolle hat der oder welcher Owner steht an dem Item dran, sondern ich muss halt erstmal was raussuchen und gucken, ob ich eine Relationship finde, wo Editor angegeben ist. Und dann muss ich jetzt hier unten nochmal abbrechen. Also der ganze Punkt ist, es gibt sehr viele verschiedene Varianten, was Autorisierung bedeuten kann oder was die entsprechende Regel ist, die festlegt, ob das jetzt erlaubt ist oder nicht. Das ist nicht immer gleich. Und wenn man das so zu Fuß macht, ist es ziemlich viel Code. Und wenn ich viele Endpoints habe, ist es ziemlich viel Code. Genau. Und ich wollte das irgendwie anders haben, irgendwie eleganter, besser nachvollziehbar. Ich wollte vielleicht auch im Voraus schon gut checken können, wird es überhaupt klappen oder ist es dann verboten? Zeige ich den Link überhaupt an oder ist das sinnlos? Und da habe ich geguckt, was gibt es schon auf dem CPAN? Da gehe ich jetzt schnell drüber. Das kann man dann gerne hinterher auf den Slides nochmal angucken. Da gibt es dieses Modul, das kann überhaupt nur damit umgehen, dass der Nutzer halt irgendeine Rolle hat. Also ich habe das literal genannt, da halt so ein String. Das ist total unflexibel und es gibt mir auch so eine Methode, die muss ich dann immer aufrufen, ob das jetzt erlaubt ist und dann wieder meine Fehlerbehandlung machen. Dann gibt es das ACL-Modul, das ist irgendwie ein bisschen flexibler, da kann ich sehr freie Regeln definieren, aber da hängen irgendwie die Regeln nicht an den Action-Walls dran, die eigentlich so cool sind in Catalyst, sondern da habe ich wieder irgendwo anders eine zentralisierte Liste mit irgendwelchen Patterns, die dann gematcht werden. Das war nicht so ganz, was ich mir vorgestellt habe. Abilities ist total cool, weil es schon mal abstrahiert. Es gibt nicht nur Rollen und ich sage, für diese Action muss jemand genau diese Rolle haben, sondern das sagt, ich habe hier diese, die nennen es Ability, also ich will irgendwas Bestimmtes tun und ich kann an einer anderen Stelle sagen, um das tun zu können, muss ich entweder der Admin sein oder der Besitzer von dem Ding. Also es ist ziemlich flexibel und ein bisschen größer gedacht, aber was mir da zum Beispiel nicht gepasst hat, ist, da kann ich in der Konfiguration von der App eine Datenbank-ID definieren, das ist der Superuser. Und für mich gehört es in die Datenbank hinein, wer der Superuser ist. Und bei Cuckoo gibt es potenziell mehrere Superuser. Genau, das hat also nicht so ganz funktioniert. Und was ich schon richtig schick fand, und das ist jetzt so ein kleines Beispiel für das, was ich am Ende wirklich gemacht habe, ist diese Action Wall ACL. Hier ist jetzt wieder so eine Catalyst Action. Hier würde normalerweise noch dran stehen, ah, das ist irgendwie ein Get Request und der hat irgendwie ein Argument. Man kann aber auch dann noch Sachen benutzen, wie hier mit das eine Rolle applizieren an diese Action. Das ist zwar eine Methode, aber für die wird dann noch so ein Action-Objekt angelegt. Und hier kann ich dann eben einfach deklarativ hinschreiben, requires role foo. Und das heißt, dass der eingeloggte User eben diese Rolle haben muss. Und das gefällt mir richtig gut, weil hier habe ich meine Action, die ich an einer Stelle definiere. Und an derselben Stelle kann ich deklarativ angeben, das muss da sein. Und es passiert dann einfach automatisch. Das finde ich schon ganz gut. Und es gibt mir auch eine Methode, canVisit, womit ich im Voraus herausfinden kann, wird es dann gut gehen oder wird es nicht gut gehen? Und dann kann ich eben die Anzeige schon vorher entsprechend bearbeiten und irgendwelche Menüs anpassen mit, ist das Admin-Panel verfügbar oder ist es eben nicht verfügbar? Genau, so 100%ig hat mir das noch nicht gepasst. Und was mache ich da? Ich stricke mir natürlich selbst eine Lösung. Die finde ich aber so nützlich, dass ich sie eben jetzt gleich mal zeige. Und wie gesagt, man kann auf GitHub sich das angucken, wie das dann in der Realität aussieht. Da ist es manchmal noch ein bisschen ausführlicher.
Fangen wir mal mit dem einen Ende an. In meinem Catalyst-Controller, ganz High-Level, da wo die Requests reinkommen, da würde ich einfach deklarativ hinschreiben, was ich brauche. Und das ist jetzt zum Beispiel aus meinem Project-Controller, wo ich meine Kuckuck-Projekte managen kann. Da gibt es eine einfache Methode, die heißt Show. Die zeigt mir mein Projekt an. Und ich habe eben auch so eine Deklaration definiert, Requires Capability. Also was eben in diesem einen Modul Ability hieß, habe ich Capability genannt, also irgendwie so eine Befähigung. Und bei mir heißt das einfach View Project. Das ist irgendwie relativ logisch. Wenn ich das anzeigen möchte, muss der eingeloggte User diese Befähigung haben. Und hintenrum habe ich mich gekümmert, das jetzt irgendwie darzustellen. Dazwischen kommt jetzt noch ganz viel Magic. Und an dem anderen Ende, da ist die Definition meiner Regeln. Und die gucken wir uns jetzt mal an, wie die aussehen. Achso, hier ist noch eine andere, das ist dann mit Edit Project. Das ist logisch, ich kann da verschiedene hinschreiben. Sonst macht es keinen Sinn. Achso, Entschuldigung. Ich habe vorgegriffen. Ihr fragt euch vielleicht, wenn ich hier einfach View Project hinschreibe und Edit Project, woher weiß denn die Regel dann überhaupt, um welches Projekt es geht? Also ich habe hier einen HTTP-Request, der hat vielleicht eine ID mitgeschickt, aber das habe ich noch nicht ausgepackt. Eigentlich muss ich erst in der Datenbank das Projekt suchen. Da kann man sich noch was zunutze machen im Catalyst, und zwar Chained Actions. Das heißt, ich kann so eine For-Action definieren, die mir vielleicht schon mal die ID raussucht, also die ID nimmt und aus der Datenbank das Projekt holt. Und dann kann ich, also das wäre jetzt diese Base-Action, die ist von außen quasi nicht aufrufbar, die wird nur implizit aufgerufen. Und die legt mir das Project dann in diesen Stash. Und das ist so ein Ablageort, der ist in allen von diesen Methoden verfügbar, und dann kann ich Daten einfach zwischenspeichern. Genau, und jetzt habe ich mehrere Actions, also verschiedene HTTP-Pfade, die ich aufrufen kann. Die haben auch verschiedene Capabilities, die ich brauche. Und die benutzen aber beide diese Base-Sache, die vorher aufgerufen wird. Und jetzt das Schöne, dass in dem Stash schon das Project drin liegt. Ich muss das also nicht jedes Mal wieder zu Fuß machen, sondern es passiert einfach automatisch. Und wenn ich hier deklarativ einfach hinschreibe, was dann überprüft werden soll, dann kann das mit den Daten, die im Stash liegen, einfach gemacht werden. Das ist jetzt sehr schön, wenn ich noch eine neue HTTP-Methode dazu schreibe oder also einen neuen Pfad, dann ist es einfach nur eine Zeile. Meistens habe ich auch die Capability schon definiert. Das hat mir am Anfang ziemlich viel Arbeit gemacht, aber jetzt ist es super komfortabel. Gut, jetzt springen wir an das andere Ende. Wir haben also irgendwie diese Capabilities und wir wollen ja irgendwo definieren, was heißt das jetzt eigentlich? Und dafür habe ich eine Model-Klasse geschrieben, die weiß im Grunde überhaupt nichts von Catalyst. Ich will die ja auch gut testen können. Ich will die vielleicht auch in einer Command-Line-Applikation verwenden können. Deswegen definiert die einfach erstmal nur, welche Capability braucht was. Und dafür gibt es in diesem Paket ein Array add rules und da sind eine ganze Menge Regeln aufgelistet. Und die haben immer drei Eigenschaften. Needs Input sagt uns, welche Daten in dem Stash liegen müssen. Also wenn der Key nicht existiert, wenn zum Beispiel gar kein Project da ist, dann kann ich irgendeine Regel, die ein Project braucht, eben nicht verwenden. Die Rule ist eine Code-Ref und in diesem ganz einfachen Beispiel wird einfach geguckt, ob in der Hash-Referenz, die dann kommt, ob da ein User drin ist und ob das ein wahres Ding ist. Also egal welcher User, wenn ich den aus DBIC hole, ist der wahr, also die Referenz darauf. Und das heißt, egal wer eingeloggt ist, das ist einfach immer gültig. Und Capabilities ist dann die Liste der Sachen, die man machen kann, wenn diese Regel zutrifft. Ich kann also zum Beispiel, wenn ich eingeloggt bin, mich ausloggen. Ich kann mein Dashboard angucken oder mein Passwort ändern. Das ist so eine simple Regel, mit der ich schon viel tun kann. Und dann gibt es eben auch kompliziertere Regeln, weil ich brauchte diese Flexibilität. Ein zweites Beispiel für Regeln. Hier brauche ich jetzt als Input nicht nur den User, sondern auch Project, weil ich irgendwie ein Projekt bearbeiten möchte. Es wird also immer schief gehen, wenn das Projekt nicht gefunden wurde, wenn es irgendwie gar kein Projekt gibt. Und dann habe ich eine etwas längere Code-Referenz, die holt sich diese Variablen aus der Übergabe und guckt dann, entweder ist der User der Site-Admin, der kann einfach alles, oder der hat vielleicht in diesem speziellen Projekt eine von den Rollen Editor, Admin oder Owner. Und es kann beliebig komplex werden. Also ich habe mir halt ausgedacht, dass es Site-Admins gibt. Vielleicht ist das auch irgendwie anders. Das kann ich ja in jedem Projekt anders machen. Und daraus fallen eben wieder verschiedene Capabilities, die ich nutzen kann. Und da kann ich an die Action einfach dran schreiben, Needs Edit Project. Und dann ist mir egal, wer das ist. Wenn die Regel erfüllt ist, dann
darf einfach das Projekt editieren. Da muss ich mich in Catalyst nicht mit ganz vielen If-Conditionals und so rumschlagen und verschiedene Fälle abprüfen. Jetzt für alle, die sich mit Catalyst ein bisschen auskennen oder die neugierig sind, wie habe ich das denn dazwischen gelöst, dass diese Deklaration an der Action und diese von Catalyst nichts wissende Model-Klasse wissen, wie sie miteinander reden? Dafür habe ich hier noch eine Methode geschrieben, hasCapability, irgendwie relativ logisch. Da übergebe ich einfach die Capability und die ganzen Stash-Daten. Das könnte ich jetzt auch mit einer Command-Line-Applikation machen. Ich sage einfach, was ich brauche und übergebe ja auch irgendwie eine Project. Genau, da gehe ich jetzt nicht drauf ein, aber ich brauche natürlich in den Datenbankobjekten auch noch so Methoden hasRole und hasProjectRole. Das ist, glaube ich, ziemlich typisch. Das verwenden auch diese ganzen anderen CPAN-Module, die ich erwähnt habe. Das ist hoffentlich relativ klar. Und jetzt brauche ich ja noch irgendwas, um das miteinander zu verbinden. Und dafür habe ich in meiner Catalyst-Applikation, die ja Kuckuck heißt, einfach einen Helper geschrieben, der heißt genauso wie die Methode in dem Model, hasCapability. Aber dem muss ich den ganzen Krempel nicht übergeben, weil in Catalyst habe ich das ja alles schon in der Hand. Das steht alles schon in meinem Stash. Deswegen ist der Input hier im Wesentlichen optional. Und das Project ziehe ich mir einfach aus dem Stash raus, wenn also diese Chain-Action das Project schon geholt hat, nehme ich mir das hier einfach. Den User gibt mir auch Catalyst durch das C-Objekt und dann kann ich einfach diese Model-Klasse, die wir eben angeschaut haben, aufrufen mit hasCapability und die gibt mir dann das Ergebnis. So kann ich das schon relativ günstig miteinander verknüpfen und muss nicht jedes Mal extra sagen, welches Project ich jetzt hier meine. Das wäre jetzt aber noch nervig, weil das müsste ich jedes Mal aufrufen und da habe ich natürlich keine Lust zu. Deswegen habe ich eine ActionRole-Klasse definiert und die kann ich einfach auf jede Action applizieren. Und da gibt es einen Build-Block, der macht nur so ein bisschen Sanity-Checks und guckt, ob das überhaupt sinnvoll ist, was da deklariert wurde. Und die eigentliche Aktion passiert mit dem Execute. Das ist die Methode, die in Catalyst bei jedem Aufruf tatsächlich ausgeführt wird. Und da hänge ich mich einfach drum rum. Am Ende führe ich auch die eigentliche Action aus, also tue, was da in Catalyst programmiert wurde. Und dazwischen suche ich mir die ganzen Capabilities raus und frage diese Methode, die wir gerade gesehen haben, ob die Capability da ist. Und es geht so lange gut, bis die Capability da ist. Und wenn die irgendwann fehlt, dann kann ich irgendwie eine Fehlerseite anzeigen. Und das programmiere ich einmal an zentraler Stelle und kann das dann nur durch die Deklaration von diesem einen Schlüsselwort an jede Action dranhängen, wo ich das brauche. Genau, das ist jetzt noch der Ausschnitt, wie ich zeige ich die Fehlerseite an. Ich habe das bei mir so gemacht, wenn das GET ist und es ist noch keiner eingeloggt, dann redirecte ich auf die Login-Seite und in allen anderen Fällen zeige ich direkt so eine Fehlerseite an. Gut, das kann man jetzt gestalten, wie man das möchte. Und jetzt habe ich das Problem, ich habe ganz viele Actions definiert und ich habe eine Action-Klasse definiert, also eine Rolle. Wie bringe ich die zusammen? Ich will nicht jedes Mal sagen, ach, das ist übrigens eine von meinen Action-Roles und hier die Action-Role. Deswegen habe ich einfach eine eigene Controller-Klasse, die, wenn sie aufgerufen wird, automatisch an alle Actions diese Role dran klebt, damit ich dieses Schlüsselwort direkt verwenden kann. Genau, und ja, da muss ich natürlich gucken, dass jeder meiner Controller auch von meinem eigenen Controller erbt, sonst funktioniert das auch nicht. Das ist jetzt eigentlich nicht kompliziert, das ist nur der Vollständigkeit halber, weil es nicht funktioniert, wenn man es vergisst. Und genau, das war so ein Schnelldurchlauf davon. Was habe ich jetzt davon? Also ich habe eine allgemeingültige Liste von Regeln, wer was machen darf. Die ist übersichtlich, die kann ich leicht editieren. Die ist ziemlich gut auch mit menschlichem Auge lesbar. Und ich kann sie auch in Command-Line-Applikationen einbinden oder was auch immer ich noch mache neben meiner einen Catalyst-Applikation. Ich werde diesen ganzen If-Kram los, den ich in irgendwelchen Actions schreibe, der meiner Meinung nach fehleranfällig ist, weil ich das immer wieder mache und wenn man da drin rumeditiert und dann, ne, ist es halt ein komplexer Codepfad und da kann halt irgendwas schiefgehen. Genau, und ich liebe das einfach in diesem Controller an der Action deklarativ hinzuschreiben, ach, das wird dafür gebraucht, kümmere dich darum. Genau, und praktischerweise kann ich eben auch im Voraus sagen, ob das dann passen wird oder nicht, ohne den ganzen If-Teil nochmal zu kopieren. Ich muss nur nach dieser Capability fragen.
Das war's. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es war hilfreich. Könnt ihr euch auf GitHub den Code angucken, wie ich es wirklich gemacht habe. Das ist noch ein bisschen umfangreicher. Genau, und wie eben gefordert bin ich auf Xing und LinkedIn. Dankeschön. Haben wir Zeit für Fragen? Nee, oder? Julian? Als du das Model gezeigt hast, gesagt, dass das kein Catalyst baut, aber dann hast du es danach als Catalyst-Model benutzt. Habe ich dazwischen was verpasst oder fehlt da noch irgendwo eine Geschichte? Das tut überhaupt nicht weh. Du kannst jede beliebige Klasse als Catalyst-Model benutzen. Das muss ich wenigstens Catalyst-Model haben, damit er sie findet. Nein. Also die muss in deinem Namespace MyAppModel sowieso liegen. Und wenn du die woanders hinlegen willst, kannst du da halt einen Adapter basteln. Aber das muss nicht von Catalyst Component erben. Im Gegensatz zu Views und Controllers. Aber es muss New haben und so. Es muss, glaube ich, nicht mal New haben, weil ich habe darüber auch schon Klassenmethoden benutzt. Von Klassen, die, glaube ich, keinen New hatten. Das hat echt viele Freiheiten. Gut, ich sehe keine weiteren Hände, dann mache ich Platz für den nächsten Talk. Dankeschön.